Dei. Hey, John. Shame. You come to our country to murder us, yet we are the terrorists. All contact listed. We are mission launch. Repeat, we are mission launch. 18 hours ago, I get a call from Homeland Security saying there's a Marine in detention I need to talk to. Gentlemen, as you know, we're dealing with insurgents crossing over from Iran. You want us to believe that there's a PLR threat and Solomon's at the head? You're the quick reaction force, gentlemen. I'm trusting you to handle this. The nuke is still out there. You can't just walk away from the threat. Let's go find our Marines. Get down on the ground! I said get down on the ground! You are guilty. I know how your fucking story ends. Herzlich willkommen zu einem Let's Play zu Battlefield 3. Ja, und das ist mein erstes, sag ich mal, Shooter oder besser gesagt Online Shooter-Spiel. Und ich bin natürlich nicht alleine. Ich habe meinen Kumpel CV eingeladen. Sag ich jetzt. Hallo. Ja, wie ihr schon gehört habt, er wird natürlich noch ein bisschen uns dazu noch erklären, was Battlefield, was man da alles machen kann. Und was er schon alles erlebt hat hier und wie man richtig fliegen tut mit den Apachen-Helikopter hier oder so. Ja, und solche Sachen halt. Ja, und ja. Hallo. Was kriechen wir? Ja, du kannst mir erstmal erklären, wie kriecht man denn eigentlich? Das habe ich irgendwie noch nicht rausgehabt. Kriechen? Ja, einmal kriechen. Ja. Machst du Y? Also hocken kann ich, ja. Y. Ach, y ist hinlegen. Ein strenges hinhocken. Okay. Ah, ja, schön. Ja, streng habe ich schon, ja, das ist einfach. Und hier, Schiff ist, Schiff ist rennen, da, ne? Ja, Schiff ist rennen. Genau, ja. Und hier, ach, hier kann man Kommandos geben. Verdammt, brauche ich. Komm her, steht, da will uns ein Helikopter klauen, steig schnell ein, los, komm schnell zu mir, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Komm zu mir. Nein, ich hab's verkackt. Achtung, ich Noob. Ach, es fängt ja super an, das Let's Play. Ja. Na ja, gut, das wird ja kein richtiges Let's Play. Das wird. Alter. Wir ballern. Das suchen wir ein. Steck ein, steck ein, Erich, steck ein, steck ein. Ah! Was war denn das jetzt? Was? Was war denn das jetzt? Ich weiß es nicht. Was? Lol. Sorry. Oh, das war der Panzer. So das war der Panzer. Fuck. Ey, das fängt ja gut an, Alter. Übelst Noobs sind wir. Ach nee, so jetzt bin ich hier gerade, warte mal, dann kann ich ja noch mal kurz anpassen. Nämlich nicht. Sind los! So, sind schon wieder drin, alle okay. Komm in den Kampfchat hier einfach mal. Der Kampfchat, da kann man nicht zusammenfliegen, Erik. Ach so, na gut, dann lassen wir's. Dann nehmen wir den Jeep hier und fahren erstmal durch die Prärie. Da kommt aber klar wieder der Heli, aber mega. Alter, ich drück mal zu oft. Ey. Warte auf mich. Bist du hier? Ja, hier. Hallo? Kann losgehen, ich bin drin. Ach so, okay. Ich hab schon vorne gesehen. So, ja, und wir werden euch heute mal Battlefield zeigen, ein bisschen. So, Konstantin, was kannst du dazu erzählen? Oh, wir werden, glaube ich, beschossen. Nee, ich habe einfach mal so geschossen. So. Achtung, Panzer. Na, was soll ich dazu sagen? Also, ich spiele Battlefield schon etwas länger. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich finde es eigentlich, es ist gelungen. Ich meine, es gibt dort Dinge, die mir gefallen, wenn du so. Das sieht jedenfalls richtig geil aus, muss ich sagen. Ja, geil sieht's aus, das stimmt, keine Frage. Ja. Ich meine, wir fahren mal zur A, fuck. Okay, genau, vor allem. Rein, okay. Wir können nur durch das, kannst du durch das Tor einfach rasen. Ach so. Ja, ja. Alter, das ist möglich? Unglaublich. Ja, ja. Wow. Das war, glaube ich, die Wand. Ey, da ist das Fenster vorgefallen. Feinische Heli auf der linken Seite, aber egal, der stürzt. Okay. Steck aus. Und jetzt gehen wir ins Haus rein und tun es erobern. Hast du eine Bazooka dabei? Ja. Du hast doch eine. Ach. Hockt uns doch, das aber. Da ist ein Panzer. Wow. Komm mit. Ich bin irgendwo rausgerannt. Ach ja, ich hab ja das. Okay, ich folg dir. Gegen den Panzer kann ich eh nichts machen. Alter, du hast Panzer, schon die Panzerfaust. Der Panzer ist kaputt. Pass auf, hinter dir! Was war das? Das ist ein Panzer. Echt jetzt? Ja. Oh, der sieht mich. Wow. Ah ja, okay. Wow, ich hab's noch geschafft, Alter. Wow, Alter, ich bin knapp ausgelöscht. Alter, wow.
Ah, der hat mich. Ah, oh, fuck, das war ein Gegner. Ich bin ein Gegner vorbeigelatscht. Ach, das ist ja herrlich, jo. Ja, wir können nicht so viel reden manchmal, weil wir halt uns aufs Spiel auch ein bisschen konzentrieren müssen. Aber wir versuchen natürlich auch doch ein bisschen noch was rüberzubringen, wie wir was wir für Eindrücke haben für den Spiel. Also Eindruck 1 schon mal hier, also ist ja einfach nur verdammte scheiße geile Grafik, Alter. Sieht das nicht herrlich aus alles? Und es wird natürlich nochmal, Alter, richtig geil, Alter, wenn die Vierer dann rauskommt. Bist du hier? Ja, ich fliege. Achso. Okay, dann, warte. Ich bin rausgesprungen. Oh, scheiße. Ich stell mich aber auch an. Oh, cool. Jetzt kann ich hier mit meiner Gatling Gun von oben schön attackieren. Ah, ist das herrlich. Ja, Helikopter fliegen kannst du ja anscheinend schon richtig gut. Naja, es geht. Hier drüben sieht man zum Beispiel die Ölpipeline, die hier schön fackeln. Wunderschön. Wir sind wahrscheinlich irgendwo in Abu Dhabi oder irgendwo bei der weißt schon, Scheiß-Mogules gewesen. Boah, Alter, du fliegst ja übelst tief. Boah. Ach so, geht ranzoomen. Ach, ja. Oh, da ist er noch. Ah, ich hab den erwischt, kannst du zurück? Alter, da ich glaube, da ist ein feindlicher Heli. Ja, hab ich schon, glaube ich, gesehen. Boah, der ist genau neben. Der ist genau neben. Ja, ich hab ihn. Ah, geh noch ein bisschen höher, sonst komm ich noch ran. Steig aus, ich bin. Ach so. Ah, ich bin voll, Alter. Alter, steig aus. Ich steig aus, los. Lebst du noch? Nee, ich bin tot. Okay, dann ist der Wies gerecht. Also. Wisst ihr, was wir machen? Wir schnappen uns das einfach den Panzer und von Panzer. Ja, wir wollen jetzt immer ein paar töten. Also. Genau, ja. Nicht wirklich töten, natürlich nur virtuell. Wir ja wissen das natürlich, dass das keine echten Leute sind. Keine echten. Ja, na. Wer das nicht kapiert, Mann, dann sollte er lieber den Finger von sich spielen lassen. Aber naja, die meisten kapieren es ja. So. Ich hab mir einen Panzer natürlich gekauft. Achso! Ja, natürlich, Panzer ist eh sicherer. So. Ach, jetzt bin ich schon. Nimmst du noch einen? Aber okay, natürlich. Okay, ja, okay, ich bin doch noch neu. Ich folge dir mit dem Panzer, du hast recht. So. So, also Panzer fahren kann ich ja schon, hab schon ein bisschen geübt. Ja, sieht natürlich alles richtig schön stylisch aus. Hab versucht auch schon ein paar Kampfjets wegzubomben, aber das ist mit Panzer so eigentlich so gut wie unmöglich. Ja, das ist übel schwer. Da müssen die dann lange auf dem Punkt stehen. Ja, und tief fliegen und so. Genau, ja. Sonst triffst du dort nie, also nicht wirklich. Ja. Und was, du kannst ja mal ein bisschen was dazu erzählen, was es so alles für Missionsarten gibt, weil zum Beispiel, wir machen ja gerade Flaggen einsammeln. Gibt's na, es gibt Capture the Flag, dann gibt's Eroberung, dann gibt's Team Deathmatch, dann Squad Deathmatch. Panzer! Ja, ich seh's! So, ich guck falsch. Fuck. Oh. Hab ich ihn? Schatten! Hab ich ihn? Unten ist auch noch ein Panzer, unten ist auch noch ein Panzer. Ich geh raus. Ja, schnell, renn weg. Ich wüsste gerade nicht wohin, aber. Siehst du, da ist ein Panzer, da ist genau vor dir ein Panzer. Was? Alter, da hab ich erwischt. Er rennt deinem Kreis. Ich wüsste ja nicht wohin. Alter, lebst du noch? Dann gibt's Gunmaster, das ist dann hier, da fängst du mit der kleinen Waffe an und musst dann halt Leute erschießen und dann kriegst du halt eine nächsthöhere Waffe. Gunmaster. Ach so, na, so kriegst du also neue Waffen. Ah. Ja, Problem. Ich glaube. Oh. Scheiße, der fliegt mich jetzt. Ja gut, da fliege ich. Ach, du bist schon mit schön. Ach so, ich dachte, das wäre irgendeine andere. Nee. Du kannst schon mit F2, und F3 und F4, was es dann noch gibt hier, da kannst du hier die Seite wechseln. Da kannst du dann die andere gerade auf der anderen Seite. Das können wir ja mal ausprobieren. Oh, hä? Ich drück F1. Ne, F1 ist meine Position. Ach so. Ja, okay. Ah, jetzt kann ich auch mit meiner Waffe theoretisch. Ah. Guck, geh mal auf die rechte Seite, da ist hier. Irgendwo müsste ein Heli sein. Ja, ich seh. Schieß drauf! Jetzt auf der falschen, jetzt. Hammer? Sag mir bitte, wie der sich bewegt und wo ich hin muss. Runter. Der muss erstmal erhitzt. Hoch. Ich glaube, wir haben. Der ist falsch. Da hinten ist noch einer. Ja, aber das ist ein den kriegen wir nicht. Oh, wunderschön. Meine Knappe ist er jetzt.
Oh, pass auf, der will auf das Ziel. Wie geht ein Aussteigen eigentlich? E musst du drücken, dann Leertaste. Okay, aber wir schaffen den. Verdammt, der Feind kontrolliert jetzt alle Einsatzziele. Leg das Fahrzeug vor. Ah, da kommt der Kampfjet. Jetzt haben wir ihn. Er brennt jedenfalls. Vielleicht, wenn du runterkommst, können wir den auch töten. Der kann ja bestimmt mal aussteigen. Du siehst ja nur, wo der ist. Unter uns, genau. Ich sehe aber gerade. Das Einsatzziel wurde neutralisiert. Ging nochmal wechseln. Da ist unten. Warte, ich markieren euch. Du siehst ihn? Siehst ihn? Ich hab was markiert. Geh dorthin. Wie sind okay, ich sehe ihn gerade nicht. Hallo? Wer an der Seite mal? Ja, an der Seite, da ist aber glaube ich weg schon. Okay. Na gut, wir haben schon übersehen. Wow, ich bin ausgestiegen, sehe ich gerade. Ach du Scheiße. Kommst du auf? Wo bist du? Ich bin runtergefallen, bin ausgestiegen. Hinter dir ist ein Gegner. Was? Das? Ach, wir haben. Oh, wir haben verloren. Nein! Das sollte ich jetzt nicht aufnehmen. Das muss aber hinter dir waren Gegner. Ich hatte ihn fast getötet. Oh Mann. Und ich habe eine super Bilanz, muss ich sagen. Ey, du hast ja jemanden getötet. Nee, ich habe keinen getötet. Ach so. Na gut, ich bin 5-mal gestorben. Wunderbar. Man sieht ja, dass ich Anfänger bin. Weil ich kriege ja noch Abzeichen für gar nichts. Ah, Tatsache. Wir sind beide 5-mal gestorben, aber du hast halt einen höheren Rang und bist damit höher. Wir haben natürlich, wir haben nichts verpasst, wir haben bloß kurz einen neuen Server gesucht. Ja. So, da kannst du ja noch mal kurz was erzählen, was du halt gefällt und was dir vielleicht halt noch nicht gefällt in Battlefield 3 und was dir vielleicht die Hoffnung gibt bei Battlefield 4 halt, was sie verbessern können. Ja. Pass auf, es sind ein paar Gegner, ne? Ich will jetzt reden und schießen, also was ist leicht. Was ich positiv finde an dem Spiel, die Geräuschkulisse haben sie echt gut gemacht. Das ist eigentlich saugeil. Und die Atmosphäre von dem Spiel finde ich auch schön, haben sie gut gemacht. Das Waffenmodding haben sie gut gemacht. Was man alles da tun kann. Aber was ich halt nicht so gut finde, dass man zum Beispiel das mit diesen schneller rennen. Ah, oder scheiße. Oh ja, ich seh's. Hier, da ist runtergesprungen. Ich bin tot. Kannst du mich wiederbeleben? Nee. Nee, ich könnte dich wiederbeleben, aber ich bin gestorben. Achso, scheiße. Ja, okay, ja. Geräuschkulisse muss ich auch sagen, die ist echt. Oh, ich bin wieder da. Oh, bin ich wieder tot. Okay, was? Schon wieder? Mich so wieder. Kannst du nicht andauernd sterben? Oh, wie duckig. Achso. Ich sehe euch alle. Alter, ich höre nur Leute, aber seht ihr. Alter, da schießt ihr mir auf mich. Boah, da fliegt irgendwas auseinander. Ich sollte. Bist du das? Doch. Ach ja, das bist du vorbei. Und rennt doch einer, Erik. Ich sehe keinen. Ich bin blind da. Ach, da unten. Ich folge dir. Ich helfe dir aus. Ich geb dir Rückendeckung. Alter, mich hat's an der Seite erwischt. Du Ballett, Alter, mich erwischt, oh, Alter. Ich tue uns übelst voll hier. Campen. Ach so, na gut. Ja, ich kenne mich da noch nicht so aus. Aber wir werden natürlich uns unser Bestes geben. Vielleicht sollte ich mal eine andere Waffe aussuchen. Ja, was mir nicht so gefällt, ist immer hier noch, es gibt das Sachen, wo man schneller sprinten kann, dann halt mehr Munition finde ich okay. Und mehr Schutz, das finde ich blöd, weil das wäre halt cool, wenn das optisch irgendwie sehen würdest, dass meinetwegen eine dickere Panzerung hättest und dann noch halt noch nicht mehr so schnell rennen könntest. Das wäre ganz cool. Weil so manchmal finde ich das ein bisschen unrealistisch. Das finde ich halt manchmal nicht so cool. Weil die zu schnell rennen halt. Ein Bonus kriegen halt dadurch, weil die länger spielen oder was? Ja, du kriegst dann so also Freischaltungen. Da kann man dann schneller sprinten. Dann hier nehmen wir so angreifbar gegen Granaten und so. Aber was schieße ich denn? Hab ich jetzt auf den Mensch geschossen? Da unten links! Rechts! Hier beim Strauß, wo ich hinschieße. Dort ist.